Also meine Idee war es gar nicht, dass ich hier nochmal neu baue. Ich habe im 90er die ganze Ökonomie neu gemacht. Und dann haben wir leider im 15. einen Brand gehabt, infolge eines technischen Defekt. Und somit waren wir gezwungen, halt wieder neu zu bauen. Beziehungsweise war es so, dass der Junior der Ansicht war, er wolle so weiterbauen, wie wir es bis anhin gemacht haben. Und somit hat man dann schnell gesagt, wir machen da hinten einen Laufstall. Wir mussten am Anfang mal grundsätzlich wissen, wie man es machen will. Hat man einen Roboter, hat man keinen Roboter? Wie baut man? Weil es sicher wichtig war, eine hohe Arbeitseffizienz, kurze Wege, dass wir hier ein gutes Volumen haben von der Luft her, gute Luftqualität. Es ist von der Planung her alles so gemacht, dass die Abläufe möglichst effizient sind. Wir haben auch andere Varianten gesehen oder gehabt, die dann einfach uns auch wirklich bei weitem nicht so entsprochen haben. Immer miteinander hat man die Entscheid verhältnismäßig schnell getroffen. Wir haben hier am 7. 8. hat es brennt. 15. Am 7. August hat es brennt. 15. Und wir sind am 27. Juni 16 mit den Kühen rein. Wir haben vor allem das Ziel reinhauen. Und wir haben die Planung durchbringen im Herbst 15. Und dann noch den Bau beginnen, also das Bewilligungsverfahren. Und wir sind unter einem extremen Druck gestanden. Und da ist man natürlich auch darauf angewiesen, dass da nicht irgendwelche Leute planen, sondern direkt mit Erfahrung. Es ist ein grosses Projekt, das wir hier hatten, das nicht eine Beanständigkeit hat, das 9. zu diskutieren gibt, ist am Schnürli durchgegangen. Und da ist auch noch ein bisschen, ja, hat uns noch ein bisschen beeindruckt, weil es sind grosse Dimensionen, die tadellos akzeptiert worden ist. Ja. Zwischen den Liegeboxen haben wir einen grossen Freiraum. Sie können immer noch vorwärts fliegen und die Kühe haben hier genug Platz. Das sind so Details, die man erst jetzt beim Arbeiten natürlich sieht, dass es sehr ring ist. Es ist so beim Melken, wir haben einen Side-by-Side-Melkstand drin, weil es bei dem einfach sehr speziell imponiert hat, ist der Frontaustrieb. Oder? Das Leeren geht halt sehr schnell und das ist der einzige Melkstand, der so schnell leert. Das Drehrad war am Schluss auch matchentscheidend, dass wir diesen Melkstand drin haben. Das, was wir abgemacht haben, auch mit in der Bauleitung der Firma Moser, das ist eingehalten worden. Ja, okay, ja. Das hat voll verhebt. Also da haben wir null Probleme in der ganzen Planungszeit nicht, in der Abrechnungszeit nicht, in der Bauzeit nicht. Also wir haben eine riesen Freude an diesem Neubau. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben nicht bauen zum Anschauen, wir haben den Bauen zum Arbeiten. Und also wir sind nicht grauen, dass wir mit Moser bauen haben. Ja. Das dürfen wir wirklich sagen. Ja.